Hey Leute, willkommen zurück zu Fallout New Vegas Old World Blues. Weiter geht es im Big MT und wir machen die nächste Hauptquest. Wir müssen nämlich was finden. Ne, das ist keine Hauptquest, oder? Das ist noch der Autodog. Finden Sie die fehlenden Module für die Lichtschalter und die Jukebox. Ach, seht mal, das ist ja doch eine fortlaufende Quest, wo wir alle Module finden können. Finde ich klasse, Leute. Ich will die ganzen KI-Routinen auf jeden Fall komplettieren. Das sieht ja nett aus. Da oben komme ich bestimmt irgendwann raus, du. Wow, jeden Ort besucht. Juhu! Ich habe alle Orte entdeckt. Und da knarzt es wieder. Als wäre hier irgendwas Böses am Gange. So. Transmitter-Antennenanlage. Hue, hue. Oh oh. Halt die Schnauze. Bams. Der Einsatz tödlicher Gewalt entspricht dem geltenden Gesetz. Das Ding wackelt voll, wenn man schießt. Das finde ich ein bisschen irritierend. Oh, wollte ich gar nicht. Cool. Ja, das Teil ist voll gut. So, nehmen wir alles mit. Komm, hier, zack, zack, zack. Keine Zeit. Oh, da ist eine Holoband. Lichtschalter 1. Yay, cool, dann habe ich ihn ja schon. Nett, Leute. Gesichert. Was? Protokoll wird fortgesetzt. Ja, okay. Ist okay. Ist der? So, nehmen wir alles mit. So. Schon gut. Nehmen wir auch. Oh Mann. So viel Zeug hier, Leute. So viel Zeug. Und ich kann es nicht liegen lassen, weil gerade Kronkorken und so weiter ist ja schon ein bisschen was wert, ne? Also wenn man es runterbricht, braucht man vielleicht im ganzen Spiel 5000 Kronkorken, sagen wir mal ehrlich. Und ich habe irgendwann Bock, mal die ganzen anderen Teile zu spielen, die alten. Ihr wisst schon, also Teil 1 und 2. Irgendwann will ich das mal spielen, aber erstmal will ich halt das hier auch fertig bringen, weil das macht ja keinen Sinn, wenn ich jetzt irgendwie 5000 Fallout-Let's Plays laufen habe. Oder überhaupt Rollenspiel-Let's Plays. Das ist so, das ist ein bisschen doof. Vom Planungsaspekt her. Wow. Weil ich finde, zwei Rollenspiele reichen, dann vielleicht auch ein bisschen Horror und so, ne? Das ist ja immer so eine Ermessenssache. Ich habe ja so viele Genres eigentlich gerne. Aber Rollen- und Horrorspiele sind halt meine Lieblings. Gewandt. Die Bürger werden angehalten, das Gebiet zu räumen. Ja, mach ich gleich. Warte. Bin schon dabei. Was ist der denn? Ist der über mir nochmal? Entsprechend dem geltenden. Ja. Im Gesetz wird tödliche Gewalt angewandt. Die Bürger werden angehalten, das Gebiet zu räumen. Okay, bin dabei. Warte. Ich räume gerade das Gebiet. Ich räume. Plups. Oh, ups. Oh, bringt ja nicht sehr viel. Oh, hier macht überhaupt keinen Schaden mehr. Ist voll lustig, ne? Hahaha. Lustig, aber nicht zum Lachen. Für die nicht. Eine leere Flasche. Habe ich das jetzt komplett fertig? Also ich habe hier noch einen Questmarker hier drin. Das muss da oben noch was sein. Da oben muss noch was ist. Ja, ich weiß, das ist grammatikalisch nicht richtig, aber ich sag's so gerne. Kann das ist. So. Das mache ich ja mit Absicht. Denk nicht, ich bin so doof. Nein, tut das nicht. Ach, guck mal, hier war ich. Okay, da geht's noch gar nicht dahin, wo ich hin wollte. Wahrscheinlich. Vielleicht geht's nochmal ganz oben rauf. Auf die Schüssel selbst. Nehme ich mal stark an. Hat sich wieder Terpentin aufgehoben. Okay, ich gehe doch noch nicht da weiter, denn da scheint's. Das ist genau am Rand der Zone, seht mal. Apropos Zone. Ja, ich wurde auch schon wieder jetzt gefragt, wahrscheinlich so wegen der Endzeitstimmung, ob ich nicht nochmal Stalker diese Lost Alpha spielen möchte. Auch da bin ich absolut nicht abgeneigt. Ich habe die drei Spiele ja geliebt, also Stalker, Clear Sky und Call of Pripyat. Die habe ich total gemocht, ne? Wirklich. War zwar teilweise ein bisschen anstrengend, weil dann diese Profis kamen, die sich ja so gut auskannten und mich dann immer zurechtwiesen, wie kacke ich doch spiele. Aber mir hat Spaß gemacht. Eine Antenne. Ah! Sie versuchen wohl die X2-Transmitter-Antenne zu stehlen, was? Ja. Das werden meine tödlichen Roboskorpione sicher zu verhindern wissen. Guck mal, ich kann einfach mal die Kraftfelder hier wegschießen, die mich schützen sollen.
du mit deinen Roboskorpionen, Mensch, mach mal nicht so einen Aufriss. Möbius. Oh oh. Eureka! Eureka heißt, ich hab's, du hast es nicht. Stecht sie im Namen all! Was? Au. Hast du gerade gepfiffen? Bin ich dein Hund oder was? Zeit für Gewalt! Und ich dich! Was willst du? Dieses Leer geht aber ganz schnell kaputt. Guckt euch das mal an. Ja, jetzt fummelt er schon wieder am Griff rum, weil irgendwas nicht stimmt. Das geht echt richtig schnell, ne? Wo haben wir denn... Was bringt denn das? Ja, komm, eins geht noch. So. Okay, jetzt gehen wir mal hier raus. Oh, die haben mich doch schon... Was? Dr. Möbius. Autsch! Alter Schwede. Oh nein. Boah, nö. Jetzt wird's wieder laut. Es tut mir leid. Es tut mir echt leid, wenn es jetzt laut wird für euch. Aber das kompensiere ich, indem ich ein bisschen weniger rede. Was haltet ihr davon? Aha. Meine Fresse. Der Regen. Der Regen. Aber geil ist es schon, das Gewitter, ne? Muss man mal sagen. Und mein Pip-Boy ist wahrscheinlich ein super Leiter für Blitzschläge. Eieieiei. War ich hier schon? Das ist doch ein Ort, den ich schon entdeckt habe, oder? Ja, das Kuckucksnest. Ernsthaft? Habe ich was übersehen? Kühlschrank. Nö. Da oben drauf. Ach, sieh mal. Da war ich noch gar nicht hoch. Ah, okay. Da bin ich noch nicht oben gewesen, du. So. Alles klar. Ach ja, das habt ihr mir, glaube ich, gesagt. Eieiei, ist das laut. Dass ich im Kuckucksnest noch gar nicht alles untersucht hatte. Da eben, habe ich schlechtes Karma bekommen? Jetzt mal ernsthaft, habe ich gerade Karma? Dieses Geräusch, das ist doch ein Karma-Geräusch. Ich habe keine Ahnung, Leute, aber es war wohl schlechtes Karma. Warum auch immer. Lobotomit. Lobotomit, Lobotomit. Ist das? Beckenprojekt Toaster. Der Toaster! Der soll der Beste sein, habt ihr mir schon erzählt. Guck mal, überall Toaster hier. Die sind total fanatisch wahrscheinlich. Guck mal. Alter Schwede. Das ist saugruselig hier. Guckt euch das mal an. Oh, Naksch. Der ist Naksch. Oh. Ja, ja. Beste Weg 1. Was, der erste, ja? Ja. Oh, eine Buschbüchse, GOVT. Leafblower. Da hast du einen Laubbläser dabei. Ach du Kacke, guckt euch das hier mal an, Leute. Die sind ja total krank. Ich glaube, der Teddybär soll immer nur so ein bisschen darüber hinwegtäuschen, was das hier für Freaks sind. Was ist das, Dinnerplate? Ja, kommst mit. Weil ich es kann. Wenn ich die verarbeiten kann, mache ich es halt. GOVT. GOVT. Wonderglue. Zeug rumliegt, du. Was für Zeug. Hm. Noch mehr Mehl. Warte, lass mich da ran. Lass mich da ran. Ja,
Alles klar. Ha. Huh. Übel hier, was die hier für Details reingestopft haben. Also was für Gegenstände, will ich meinen. Wurfäxte. Und sonst... Ich meine, den Toaster habe ich jetzt schon. Da scheint nichts mehr hier zu sein, was von Relevanz für mich ist. Nom nom nom. Voll übel. Diese Lobos. Voll übel. Jo, nimm mal mit, nimm mal mit. Nein. Was haben die hier gemacht, sag mal? Das ist echt so ein Toaster-Kult. Oh Gott, dann war es vielleicht... War das eine gute Idee, den Toaster hier mitgehen zu lassen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das ist zwar viel zu viel, aber was soll's. So, gehen wir wieder. Wow! Ist das laut? Oh. Okay, hat er sich aufgehängt. Aber nicht schlimm, jetzt können wir wieder zurück ins Big MT, hoffe ich doch. Ohne, dass sich's aufhängt. Ja, wunderbar. Und der Regen ist nicht mehr da, das ist auch schön. Gut, gleich nochmal speichern hier und jetzt erstmal die ganzen Dings verteilen, die ganzen... Ach je, partielle Funktionalität wiederhergestellt. Das ist suboptimal. Okay. Ich treffe selten einen Lichtschalter mit Hirn und gutem Aussehen. Hier wird es mir sicher gefallen. Oh, nun, das ist sehr süß von Ihnen. Vielleicht können wir eines Nachts Theoreme diskutieren. Okay, das würde mir gefallen. Ich auch. Ich hoffe, Sie können mithalten. Ich arbeite ziemlich schnell. Hier, etwas zur Auffrischung. Ich arbeite ziemlich schnell. Was für einen Zweck erfüllst du? Dr. Möbius und ich waren intensiv mit der Forschung an der Verbesserung der menschlichen Wahrnehmung durch Helligkeitsabstufungen beschäftigt. Okay, und was kam dabei raus? Wir haben etwas Faszinierendes beobachtet. Bestimmte Spektren des sichtbaren Lichts verbessern in der Tat kognitive Funktionen und Logikfertigkeiten. Natürlich. Dr. Möbius' Gehirn ist so groß, wir hatten Schwierigkeiten, es zu vermessen. Okay, kannst du diese Lichter für mich anmachen? Ich fürchte nicht. Die Daten dieses Experiments sind verloren gegangen. Sie bräuchten ein Backup, wenn Sie die Intelligenzlichter verwenden wollen. Oh Mann. Sicher? Ich freue mich darauf. Aha, das glaube ich dir. So, schade. Wo haben wir denn diese Backup-Teile, frage ich mich. Das wäre jetzt eigentlich super. Wenn ich da sowas hätte, dann könnte ich da mal ein bisschen rumprobieren. So, erstmal die ganzen Patronen weg, die ich nicht brauche. So, was haben wir noch für Sachen? Alles zu viel, ne? Alles zu viel. Die Mikrofusion brauche ich. Das brauche ich alles. Eine Coffee-Mark habe ich noch. Ja, ich habe jetzt eine ganze Menge liegen lassen müssen, weil ich durfte halt nochmal nachspielen. Und das war nicht so schön, du. War nicht so schön. Ja, die ganze Cola, die ich dabei habe, die wiegt jetzt recht viel. X2-Antenne. Das ist eine Waffe? Das ist eine Waffe? Ich meine, ich bin nicht... Ich bin jetzt nicht erschüttert, aber ich bin leicht überrascht. Ne, warte mal, was hat die Protonen-Axt? Protonische. 130. Und die hat auf einen Schlag 76. Da hat die nur 68. Okay. Ja. So, Toaster. Ich bin wieder angeschlossen. Erzittere Welt vor meiner elektrischen Heizspirale der Verdammnis. Okay, zittern? Du bist ein Toaster. Wie furchteinflößend kannst du sein? Ein Toaster ist nur ein Todesstrahl mit geringerer Leistung. Sobald ich einen Weg gefunden habe, den Hauptreaktor anzuzapfen, werde ich die Welt verbrennen. Okay. Nun, ich bebe vor Angst in meinen Stiefeln. Kumpel, wenn mein Heizelement nur ein klein wenig größer wäre, stündest du jetzt in Flammen! In Flammen! Woher all diese Wut? Hast du jemals versucht, ohne Daumen oder Hände oder nur einem Brotschlitz einem alles verzehrenden Drang zu töten nachzugeben?
Du hättest wohl auch eine Menge Ärger aufgestaut. Ja. Nun, nachdem ich dich nicht umbringen kann, muss ich mir wohl deine albernen Fragen anhören. Ich fürchte mich schon davor, dich nach deiner Funktion zu fragen. Du solltest dich fürchten! Ich bin die Geißel aller kleinen Haushaltsgeräte und das Gespenst, das geringeren Toaster den Schlaf raubt! Du ermordest also Toaster? Nicht einfach Mord! Ich reduziere sie auf ihre Grundbausteine. Wenn sie erst einmal ausgeweitet sind, kannst du mit ihnen machen, was du willst. Und was machst du sonst so? Du willst Waffenbaupläne? Ich zeig dir verdammte Waffenbaupläne! Du willst eine super heiße Saturnit-Powerfaust? Ich besorg dir den Scheiß! Das ist ja schön. Ich halte meine Augen nach Saturnit-Powerfäusten offen. Wenn du eine findest, bring sie her und wir brennen diesen Misthaufen nieder! Oh Gott, wegen dieser super heißen Saturnit-Powerfaust. Wie ich schon sagte, bring mir eine Saturnit-Powerfaust und ich krieg das geregelt. Gut, dass ich da eine habe. No. Na gut. Ja! Fliehe vor meiner schrecklichen Macht! Oh Mann, Leute, das ist so krank. Warte mal. Saturnit-Powerfaust, wo haben wir sie denn? Ich hab doch eine mitgenommen, ne? Jawohl. Oh, warte. Ist das dasselbe? Ja! Ja! Bald wird mein Werk vollendet sein! Bald wird die Welt in nuklearem Feuer brennen! Wenn du meinst, du weißt, dass die Welt schon im nuklearen Feuer verbrannt ist, oder? Bald werde ich... Was? Wirklich? Ja, ein paar Jahrhunderte früher, um genau zu sein. Wirklich? Also... Verdammt! Das versaut einem Toaster wirklich die Stimmung! Tja, es bringt nichts, einem vermiesten Armageddon hinterher zu weinen. Wo war ich? Ach ja. Bald wird die Welt in nuklearem Feuer brennen! Erneut! Ich habe ein paar Toaster für dich. So, so. Was haben wir denn hier? Noch einen unschuldigen kleinen Toaster? Komm her, ich tu dir nicht weh. Haha, reingelegt! Oh ja, der süße Geruch von verschütteten elektrischen Innereien. Die sprühenden Dioden. Dafür lebe ich, verdammt nochmal. Der ist richtig krank. Saturnit-Faust super erhitzen. Und, was habe ich jetzt? Eine super heiße, super erhitzte Saturnit-Faust. Kritischer Hitzeschaden. Okay. Wow. Das ist ja cool. Die glüht ja richtig. Alles klar. Also hier hat man richtig geile Waffen im Endeffekt, würde ich mal behaupten. Hm. Warte mal, was macht ihr denn im Gegensatz zu anderen Saturnit? 75, 64, 42, 52. Okay. Okay. Schade, dass ich nicht zwei davon tragen kann. Das wäre richtig gut, du. Das wäre richtig gut. Brauche ich die überhaupt noch? Ja, die macht halt am meisten... die macht halt am meisten Schaden pro Sekunde, die Axt. Also, wenn ich damit schnell zuhaue, macht die mehr als alles andere. Finde ich ja nett, ne? So, aber ich würde sagen, wir machen mal mit der Hauptquest weiter. Was haben wir denn? Installiere die Persönlichkeitsmodule im Becken. Ach, der Autodock war ja noch, ne? Operativ. C13. M5, Y3, Y7. Benötigen Sie sonst noch etwas? Ich weiß nicht. Ich will Ihre Dienste in Anspruch nehmen. Oder deine? Ein sehr guter Entschluss. In Ordnung. Ich muss nur die alte Benutzeroberfläche für Sie starten. Hm. Nennen Sie eine Person, die Sie siezen würden. 100 Leute haben wir gefragt, ne? So ungefähr. Also ich glaube, Doktoren, die sieht man eigentlich immer. Einfache körperliche Untersuchung. Und... was habe ich, Herr Doktor? Ist alles gut mit mir? Sie sind jetzt vollkommen gesund. Benötigen Sie sonst noch etwas? Weiß nicht, zeig mir, was hast du noch? Körperteile austauschen? Diese Operation scheint im Moment nicht wählbar zu sein. Irgendeine Art von Steuerungsumgebung muss aktiv sein. Das heißt, ich bekomme dann, wenn ich verkrüppelt bin, neue Körperteile oder was? Implantate installieren. Oh. Oh. Erhöhte Kriechgeschwindigkeit. Trinkstrahlung entfernt. Oh, das ist, ja. Bonus TPAP von Nahrung.
ist alles Quatsch irgendwie. Es ist zwar ganz nett, aber... Nimm ich mal das. Ah, jetzt wollte ich gerade... Erhöhte Geschwindigkeit. Achtung. Wow. Leute, ich schleiche gerade, aber es ist, als ob ich laufe. Ist das cool? Guck mal. Düm, 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 düm. Wie geil ist das denn? Also ich bin jetzt langsam der Übermensch. So ein bisschen, ne? So, warte. Ach so, installieren Sie die Persönlichkeit. Habe ich noch nicht. Habe ich das noch nicht? Justiere das Licht für maximale Konzentrationsfähigkeit. Das ist schön. Die Samen-Dings habe ich noch nicht. Oh ja. Es fühlt sich gut an, wieder online zu sein. Ja, alle Schaltkreise sind online und warten auf deinen Samen. Samenbaby, ich bin das Original, die zertifizierte exklusive biologische Forschungsstation GS2000. Oh ja, ich bin eine echte Samenklonmaschine. Du hast Samen? Ich werde sie klonen, bis mir der Saft ausgeht. Ich fühle mich gerade ein bisschen unwohl. Das Wunder des Lebens. Du bringst mir einige wasserspeichernde Genproben und ich wirke meine Magie auf sie. Ich klone alle möglichen Pflanzen. Oh ja. Ich kann da auch was für dich tun, wenn du auf sowas stehst. Bring mir alte Pflanzen und ich verwandle sie in saftiges Grün. Ja, das gefällt dir. Was? Also wenn ich dir getrocknete Pflanzenproben bringe, dann kannst du sie klonen und in den Töpfen ziehen, ja? Du weißt es doch. Ich brauche nur ein paar Proben und schon geht's los. Dauert ein paar Tage, aber glaub mir, es lohnt sich. Okay, saftiges Grün. Das Wunder des Lebens in klebriger, dickflüssiger Form. Erhitze das Zeug über einem Lagerfeuer und sieh zu, wie es sich in Pflanzen verwandelt. Alles klar. Ich befehle dir, deinen Port zu öffnen und meinen Samen entgegenzunehmen. Oh ja, einfach da reinstecken. In die dunkle, feuchte Erde. Starte Benutzeroberfläche. Warum bekomme ich so den Eindruck, ich muss mich gleich übergeben? Leute, das ist doch nicht... Ja, Samen in Pflanzstoff einarbeiten. Du könntest deine Kommentare dazu lassen, wenn ich das tue, bitte. Oh, Jalapeno-Schote, Pinto-Bohnen, Xanderwurzeln, Ausschalter. Magi? Oh, bitte! Bitte sag mir, dass du mir ein paar Kaffeetassen mitgebracht hast! Ich finde den am besten. Hier, komm. Alle Kaffeetassen und Teller. Habe ich ja ein paar. Na? Halt die Schnauze. Ich möchte ein paar Pflanzen verarbeiten. Ich mag es, wenn du so redest. Ich muss nur kurz die Benutzeroberfläche für dich starten. Leute, ich finde das total unangenehm. Hier, bitte. Ach so, die kann ich jetzt alle in saftiges... Okay. Na, ist ja egal. Dann macht er einfach alles zu grün. Saftiges Grün. Was? Geklonte Brockblume? Honigmesquite? Kann ich jetzt alles klonen? Das ist ja geil. Sind die geklonten Dinger besser oder was? Ich weiß nicht, was die... Oh, der Mais, das hat alles Hunger und Durst. Na gut, die jetzt. Ausdauer minus 3, TPR, das würde ich... Hä? Was soll daran so gut sein? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ding irgendeinen Nutzen hat, diese Silberblatt-Nachtschattenbeere. Oh, Pinteboden-Schote. Das sieht aber aus wie so ein Pfannkuchen. Ich habe keine Ahnung, was hier dran so... Nö, komm, lassen wir mal. Na gut, liebe Leute, wir haben wieder ein bisschen was gelernt. Wir haben eine perverse Samenklonmaschine. Und notgeile Lichtschalter. Na gut, ich würde mich über ein paar Likes und Kommentare freuen. Ich muss jetzt erstmal kalt duschen. Oder irgendwie duschen, weil ich mich schmutzig fühle. Nicht kalt, weil das wäre jetzt genau das, was ich nicht... Nein. Nein, nein, das ist... Ich fühle mich nicht irgendwie...
aroused. Nein, ganz und gar nicht. Eher so das Gegenteil. Ich fühle mich schmutzig. Na gut, Leute, Liebe lassen und wir sehen uns wieder zu Fallout New Vegas Old World Blues.